So, hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem YouTube-Kanal. Heute machen wir des Fotografen oder der Fotografin Lieblingstätigkeit, nämlich Passbilder fotografieren. Das machen wir alle richtig gerne. Und der Leon hat sich bereit erklärt, sich zu opfern als Model. Danke. Und wir wollen jetzt einfach testen, ob man mit dem Handy bzw. mit der Kamera, wie man so schnell wie möglich und so günstig wie möglich biometrische, richtige Passbilder hinbekommen kann. Und die Michelle hilft auch mit und stellt uns den weißen Hintergrund bereit. Warte, andere Richtung. Genau, und der Leon ist das Model und ich würde sagen, wir ziehen jetzt in die Küche und geben unser Bestes. Okay, let's go! So, wir sind jetzt bei uns in der Küche im Büro und das Wichtige ist, dass wir das Licht immer vom Fenster nutzen. Das heißt, das Fensterlicht strahlt in unsere Richtung, damit wir von vorne ein weiches, gerade gerichtetes Licht haben. Weil wenn wir gegen das Licht filmen bzw. fotografieren, das ist einfach außenrum überbelichtet und unser Gesicht ist viel zu dunkel. Deshalb drehen wir uns einfach um und werden vom Fensterlicht getroffen. Und zwar stellt sich dann der Fotograf oder die Fotografin mit dem Rücken zum Fenster und das Model, Leon, stellt sich so hin, dass er sehr schön vom Licht getroffen wird. Wir können noch ein Stück nach vorne, damit wir mehr Licht bekommen. Und das sieht man jetzt schon richtig gut, dass er von vorne sehr gut aussieht. Sehr gut, Leon. So, okay. So, dann brauchen wir für unser biometrisches Passbild noch einen neutralen Hintergrund. Und in dem Fall haben wir jetzt einfach hier so eine weiße Fläche. Danke, Michelle. So, alle Self-Made-Produktion. So, und ich habe einmal hier mein Handy und einmal die Kamera. Und wir probieren beides aus und testen dann, wie das funktioniert. Also bei dem biometrischen Passbild müssen wir darauf achten, dass die Person einen geraden Kopf hat. Also dass es wirklich keine, dass man nicht in eine Richtung kippt, dass das Licht auf beiden Seiten im Gesicht gleich hell ist. Und dass man nicht zu arg lächelt oder irgendeine Grimasse zieht. Also eigentlich versucht man einfach gerades Gesicht, ein einfach gerichtetes Licht und keine Verzerrung natürlich vom Objektiv. Okay, ich mache jetzt hier meine Bildschirmaufnahme. So, ich mache jetzt erstmal eine Bildschirmaufnahme. Und bei dem Foto mache ich auch doppelte Vergrößerung, dass wir ein bisschen entzerrt sind, so den Kopf ein bisschen so. Genau. In die Richtung. Ja, genau, Michelle, kannst du noch ein Stück zurück? Ah, ich mache diesen Kinomodus, dass ich einen unscharfen Hintergrund habe. Alles fake. So. Noch ein Stück. Kannst du doch wieder zurückkommen, Michelle, sorry. So, okay. Setz den Kopf noch ein bisschen in die Richtung. Perfekt. Noch ein bisschen. Ja. Dann die Schulter ein bisschen nach oben. Oh, ich habe ein Video gemacht. Okay, also ich habe jetzt hier ein Bild mit dem Handy gemacht, doppelte Vergrößerung und einfach darauf geachtet, dass es gerade von vorne gemacht ist, dass die Augen ungefähr auf einer Linie sind und dass das Gesicht gerade ist. Das mache ich noch jetzt mit der Kamera. So, wir gucken wieder, dass das Licht dich trifft. Ja. So, also haben wir jetzt hier einmal mit dem Handy und einmal mit der Kamera die Bilder von vorne gemacht und wir gucken jetzt mal, wie wir die bearbeiten müssen, dass man die dann easy einfach selber beim DM oder beim Müllermarkt oder bei irgendeinem anderen Drogerieladen schnell ausdrucken kann und dann sehr günstig das Ganze über die Bühne bringen kann. Okay, zurück an den Computer. Ja, so, also ich habe das Foto am Rechner bearbeitet und wie ihr sehen könnt, haben wir einfach die RAWs reingeladen, dann das ein bisschen gerade gezogen und geguckt, dass die Augen ungefähr auf einer Linie sind und das Gesicht einigermaßen gerade ist. Beim Fotografieren habe ich darauf geachtet, dass wir wenig Verzerrung haben, deshalb habe ich auch beim 2870er von Canon ein bisschen rangezoomt, damit wir einfach da keine Verzerrung durch diesen weitwinkeligen Effekt haben. Bearbeitet habe ich dann das Foto einmal mit Lightroom, also da habe ich einfach die RAWs in Lightroom reingeladen, Lightroom Classic und habe da die Farben ein bisschen angepasst, die Helligkeit ein bisschen angepasst und die ein bisschen gerade gezogen und dann die anderen Fotos haben wir in Canva reingezogen. Canva ist eine App, die kann man gratis benutzen. Die Vorlage könnt ihr hier unten in der Infobox einfach runterladen, dann habt ihr dieses Bild. Dann legt ihr eine Vorlage an mit 10 x 15 cm, zieht das Bild rein, macht es auf die ganze Größe und wenn ihr dann eure zugeschnittenen Fotos genauso da drauf legt, wie sie auf dem Bild vorgefertigt sind, also darauf achten, dass die Augen auf jeden Fall in dem gekennzeichneten Bereich sind und der Kopf die richtige Größe habt,
dann seid ihr euch relativ sicher und könnt es dann ausdrucken. Ich kann natürlich an der Stelle für nichts garantieren, weil ich natürlich nicht weiß, wie das jeweilige Bild dann aussieht, aber ihr habt schon mal eine Vorlage und ihr könnt es mit dem Handy hinbekommen, beziehungsweise easy mit einer Kamera. Okay, also das war unserer Meinung nach die einfachste und günstigste Lösung, ganz schnell ein biometrisch richtiges Passbild zu fotografieren. Einmal mit dem Handy und einmal mit der Kamera. Und wir sind jetzt gespannt, was rausgekommen ist bei Leons Druckerei. Das kriegen wir auf jeden Fall noch mit. So, ich bin heute in Karlsruhe unterwegs auf der Kaiserstraße und werde mir jetzt gleich beim DM meine neuen super günstigen Passbilder ausdrucken. So, jetzt geht's zur Fotoabteilung einmal. Wie immer sind natürlich tausende Menschen hier, aber ein Platz ist frei. So, jetzt haben wir schon einmal die Passbildvorlage reingeladen. Die muss ich jetzt eigentlich nur noch hier ausdrucken. Da ist ja wie gesagt schon alles drin. Und dann kostet mich ein Ding 27 Cent mit quasi zwei Fotos drauf. Und dann kann man eben auch direkt sehen hier auf dem Amt, dass das allen Vorgaben entspricht. Machen wir das mal so. Jetzt kommt hier noch so ein Bon raus und dann kann ich damit vorne zum Drucker und meine Passbilder abholen gehen. Hat geklappt. Jetzt muss ich das Ganze nur noch bezahlen gehen. So, jetzt hat es leider ein bisschen zu regnen angefangen. Ich habe hier schon mal die fertigen Passbilder aber. Und ich habe jetzt zwei verschiedene Versionen, einmal von der Kamera und einmal vom Handy. Ich finde aber beide ziemlich gut, sind natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber ich denke auch auf dem Abend, dass das eigentlich kein Problem sein sollte. Hier steht wie gesagt auch alles drauf und genau, das sind meine coolen neuen Passbilder. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Die Vorlage, die man dazu braucht, die könnt ihr auf jeden Fall hier in der Infobox runterladen. Einfach das Bild runterladen, euer biometrisches Passbild drüberlegen und ausdrucken auf 10x15 in eurer Lieblingsdrogerie. Und dann habt ihr für die Passbilder vielleicht 50 Cent bezahlt, was ja eigentlich ein guter Deal ist. Und damit zurück ins Studio.